Mann, Dicker, ihr braucht so lange! Es tut mir jetzt schon mal leid, dass ich euch das heute antun muss. Wir hatten damals schon zu dritt ein Video aufgenommen. Erfolgreich war das nun ja. Der sieht ja relativ chillig aus bei dir, Kevin. Die Rede ist von Papa Platte, Nebelnik und mir. Wir vereint als drei Minecraft-Experten präsentieren euch heute die nächste Challenge. Und zwar könnt ihr euch wahrscheinlich noch an die Force Block Challenge erinnern. Der Kinofilm, der über 48 Stunden Material geschluckt hatte. Wir werden heute etwas Ähnliches machen, nur dass es nicht um Blöcke geht, sondern um Monster bzw. Tiere. Wir bekommen alle circa 5 Minuten eine Anweisung, dass wir innerhalb von 3, 4 oder 5 Minuten ein bestimmtes Monster oder Tier in Minecraft töten müssen. Beispielsweise eliminiere einen Creeper in 2 Minuten 40. Wenn wir das in der vorgegebenen Zeit nicht schaffen, sterben wir. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Es wird heute sehr, sehr, sehr lustig. Dementsprechend würde ich mich erst recht freuen, wenn ihr diesem Video eine positive Bewertung geben könntet. Genauso wie ihr diesen wunderbaren Kanal abonnieren solltet, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Jeden Tag gibt es wunderbare Livestreams ab 17 Uhr und momentan könnt ihr immer noch 30% sparen mit dem Code BASTIGRG auf meinem Cape. Und jetzt auf geht's mit dem Video. Ich bin selber gespannt. Ich denke, es ist ganz cool, ganz simpel und ich denke mal, wir werden es hinbekommen, in der 1.16 noch der Minecraft durchzuspielen. Perfekt, dann gehen wir jetzt los. Rein, Männer. Es ist Zeit, die Challenge zu besiegen. Nach dem Intro. Republic of Gamers. Das Neue. Dieses Video wird euch präsentiert von Raid Shadow Legends. Okay, wir suchen jetzt als allererstes ein Dorf. Ja, ich glaube, Banco hat gerade... Ja, Timer hat Banco wieder pausiert und weil da oben steht, warten auf Entity. Oh, okay, das ist... Double Bar Challenge. Double Bubble Trouble. Okay. Rejoin, please. Okay. Generell nochmal, wie wir jetzt Minecraft durchspielen. Es ist an sich in der 1.16 nicht mehr notwendig, dass wir Tonnen an Holz farmen und zum Beispiel mit einem Cleric, also der Enderperlen-Trader, traden müssen, sondern wir können die Enderperlen anders besorgen im Nether. Nein, da sind wir mehr. Entweder traden wir mit den neuen Mobs, mit Piglins, mit denen kannst du mit Gold traden, also den kannst du Gold hinwerfen und die geben dir dann einfach zufällig ein anderes Item und das kann unter anderem auch eine gewisse Anzahl an Enderperlen sein. Oder du kannst Enderman direkt in einem Crimson Forest, relativ easy natürlich im Nether spawnen. Oha, okay, ist nice. Und die Festung müssen wir immer noch suchen. Ja, wir brauchen trotzdem noch Blaze Rods, ja. Okay. Also ist der Anfang einfach ein Dorf suchen? Ja, weil wir halt trotzdem halt Bögen ranholen und dann halt mit. Also wir können auch. Kürbisse mitnehmen? Ja. Oh ja, smart. Jungs, ihr seht die erste Aufgabe, ne? Ein Lama in 4 Minuten 20. Lamas könnten zum Beispiel hier einfach in diesen Wäldern sein. Deswegen, also schätzt ihr die Challenge schwer ein? Weil ich meine, es kann ehrlich mal richtig abfacken. Du kannst auch manchmal... Na, wenn Gast kommt aus dem Nichts, ne? Was sie? Müssen wir alle zusammen einen Lama töten oder muss jeder einen Lama töten? Das ist eine gute Frage. Regie, reicht es, wenn wir als Team einmal das Monster getötet haben oder muss jeder? Einmal reicht. Okay. Aber hier in so einem Biom hast du echt relativ häufig so einen Lama. Wirklich jetzt? Ja, Lamas sind oft in Bergen. Das klingt dumm, aber es ist so. Wenn, sind die hier in Bergen. Kann ich mehr sprinten? Ja. Ja. Same. Wollen wir vielleicht einfach irgendwas kurz umbringen? So ein paar Hühnchen oder so? Oder ein Lama? Lama wäre ab. Jetzt mal ehrlich, Lama ist, glaube ich, zum Anfang richtig scheiße schwer. Eventuell brauchen wir einfach mal so einen Lama-Ruf. Wer kann von euch am besten einen Lama imitieren? Au! Dicker, das ist ein Wolf. Ja, wie macht Lama? Kevin, ich krieg einen Clip reingespammt, der dich zeigt, wie du an einem Lama vorbeiläufst. Ich wollte nur mal so fragen, ob du eventuell vorhattest, das vielleicht auch zu töten. Safe Bullshit, du. Lass dich nicht jubeln. Jetzt mal Real Talk, ist da wirklich ein Lama? Weil das wäre wirklich Lama, das wäre halt ein insaner Klatsch gewesen, weil jeder würde jetzt denken, das wird jetzt eh wieder so eine Challenge, wie damals mit der Bonus Lava, wo wir zu dritt gespielt haben, wo Nether schon Challenge war. Aber wenn wir direkt mit sowas halt comebacken, dann denken halt alle, das könnte heute echt was werden. Ja, ist true. Danke dir, Kevin. Safe ist jetzt hier oben ein Lama, ne? Jetzt so out of sprint ist. Ja, wir haben versagt. Oh, hier wäre ein Lama gewesen. Vielleicht war ja hier Kevin. Okay, ich will diesen Clip jetzt sehen, ob ich da irgendwas übersehen habe. Du hast es wirklich übersehen. Nein, ich habe keins übersehen. Das ist fucking Bullshit. Am Anfang links. Ja, aber Bruder, das Ding ist, ihr lauft vor mir. Karl läuft vor mir. Ihr seid da auch vorbeigelaufen. Das heißt, nicht nur ich bin lost. Ja, aber es war nicht unser Clip. Es war dein Clip. Es gibt keinen Clip von uns, wo wir das halt übersehen. Shut up, dude. Egal, aber jetzt, jeder weiß... Wir sind alle lang gelaufen. Jeder weiß, wie die Challenge jetzt funktioniert. Und wir sitzen in einem Boot und wir sind ein Team und wir kriegen es hin. Na gut, Jungs, dann geht's auf. Ich würde sagen, welche Richtung wollt ihr laufen? Das Süden laufen. Okay, an sich dann erstmal Dorf kann natürlich trotzdem nicht schaden, weil wir dadurch ja halt doch viel Essen bekommen. Aber halt auch an sich. Fallen Bogen rein, theoretisch, wenn wir es dann halt eh schon hätten. Aber wir können auch an sich,
wenn wir einfach jetzt einen Lavasee finden oder eben so ein Portal, Monument, können wir dann auch ohne spielen. Ich glaube, wir müssen uns gleich mal ein Bötchen machen und dann lassen wir ein bisschen über den Ozean traveln. Dann würde ich sagen, dann lass erstmal Richtung Süden, bis halt irgendwann das Land kommt und dann können wir einfach auf dem Weg dorthin ein paar Wracks looten. Coolio! Das ist meins! Ey! Ey, weg da! Und rein da, zack. Was hast du denn? Hast du ein bisschen was zu Fuß? Als ob! Ist meins. Erstes Wrack war scheiße bei mir. Was brauchen wir denn überhaupt aus den Wracks? Brauchen wir Emeralds eigentlich auch? Eigentlich nicht, oder? Wenn wir naja, ich werde jetzt einfach nur halt Eisen mitgenommen, damit wir halt ein bisschen starten. Weil wir brauchen ja dann eh trotzdem einen Eimer zum Portal gießen und so. Ja, ein bisschen Schilder sind ganz praktisch. Aber ja, an sich ist jetzt nicht zwingend notwendig. Oh, ich habe ein Dorf! Warte mal, hast du wirklich ein Dorf? Ich habe wirklich ein Dorf. Ich werde das für euch markieren und dann kommt ihr da hin und dann machen wir trotzdem den klassischen. Ist es ein bisschen rechts? Weiß nicht, müsste mal über die politische Gesinnung der. Oh mein Gott, Basti, muss alles ein fucking Witz sein. Ich wollte auch den Joke bringen, aber ich dachte mir so, Bro, der ist so wack. Und dann Basti, du instant Ding gebracht. Holy shit. Ja. Gleich muss es kommen, ne? Ja. Zwischen 5 und 10 Minuten. Jede Sekunde ist es Zeit. Ja, jetzt wird gleich kommen. Ich bleib schon mal hier. Es kann aber auch ein böser Mob werden, ne? Wenn es jetzt ein Creeper oder so ist, ne? Doch, du kämpfst so gegen Creeper, bist nervös, der explodiert. Was? Oder kommt's gar nicht? Banko? Jungs. Oh! Oh, Snow Golem. Was müssen wir dafür machen? Zwei Schneeblöcke und einen Kürbis. Schneebälle habe ich. Kürbis habe ich nicht. Der Kürbis muss, glaube ich, gedingstet sein. Geschnitzt, ja. Achso, da brauchen wir auch Eisen. Das heißt, ich hätte Eisen. Okay, nice. Wie viel Schnee brauche ich? Ich habe 32, reicht, ne? 8, ja. Du brauchst 2 Blöcke. Ding ist halt, wir müssen halt auch wieder zurück, ne? Zu uns. Es reicht ja, wenn einer tötet. Smart. So, Schnee könnte ich auf jeden Fall auch bekommen, wenn ich jetzt. Alter, Jungs, das muss jetzt mal Knatsch kommen. Komm. Uns fehlt nur noch der Kürbis. Ich hab! Okay, dann mach ich ab! 120 hier. Du hast er hat keine Eisen, er hat keine Schere. Ich gucke aber im Dorf nach Eisen. Wartet ganz kurz, vielleicht habe ich Glück. Du musst, wenn den Eisengolem töten, in 40 Sekunden kriegst du das hin. Ich try, dude. Du musst drei Blöcke hochbauen, ihn anhauen und sofort 3 Blöcke hochbauen und dann einfach den schnell auscritten. Ja, ich muss jetzt Eisen finden, ne? Ja, du musst ihn töten, genau. Den Eisengolem, der droppt die Eisen. So! Ach du Scheiße, wie hochbauen? 3 Stück? Drei Blöcke. Und schaffst du es? Sieht gut aus, warte. Der droppt mindestens 3 auf jeden Fall. Du hast dann genug. 10 Sekunden, Kevin. Mann, Dicker, er braucht so lange! Ja. Fuck! Mann! Digga, ich war so schnell! Oh, tut mir leid. Ey, aber krass, da waren ja wirklich im Dorf drin. Die waren aber nicht mal angebaut, das war ja überlucky. Okay, aber ey, die Challenge ist nice. Ich glaube, mein Fehler war, ich habe den Eisengolem angefangen zu schlagen mit schnell klicken und nicht mit langsam klicken. Und das waren diese 3 Sekunden, die mir gefehlt haben. Dann sorry, dudes. Lass uns einfach mal gucken, was jetzt passiert. Deswegen, Jungs, Timer resume. Es geht los. Ich würde einfach mal diesen Landweg jetzt hier lang gehen und dann werden wir ja sehen, was passiert. Kürbisse. Oh! Wir können auch auf Wasser und nach Eisen suchen, theoretisch. Können wir an sich auch machen, aber. Auch auf jeden Fall, Jungs, ne, einen für euch selber mitnehmen für den Nether, aber auch noch einen on top so. Also lass jeder 2 wird mitnehmen. Gemacht. Yeah. Wird du bist gemacht, der Shotcaller im Team, okay? Ja, okay, Mann. Bruder. Machen wir so, Kumpel. Ich bin der Bridger. Hier hätten wir einen Donkey. Ich bin der Spammer. Wir können an sich hier eine kleine Basis machen. Wir könnten auch jetzt einfach hier Holz farmen. Wir bauen uns hier runter und dann fahren wir hier unten einfach Eisen. Oh, smart. Machen wir. Ja. Deal. Jungs, ich habe, by the way, einen Wassereimer und könnte an sich jetzt ein Portal gießen, wenn ihr zurückkommen wollt. Du essenstechnisch ein bisschen. Ich habe 42 Holz, ich habe 28 Holz. Habt ihr alle nur Holzkohle und kein Essen? Also haben wir jetzt einfach nur Holz so zum Essen? Nein. Nice. Ach so, nee. Wollt ihr zurück zur Weide gehen in Richtung Nordwesten und einfach ein bisschen Tiere töten und euch ums Essen kümmern? Und ich kümmere mich um das Portali. Das wäre cool. Nice. Okay. Oh, Jungs, wir haben eine Aufgabe, WTF. Biene. Gibt es irgendwelche Biome, wo die öfter sind oder so? Naja, halt so einfach normal. Einfach so ein Standardwald, Birkenwälder hat es mit einer Wahrscheinlichkeit von, also 26. Wir sollen uns aufteilen. Aufteilen ist das Smart. Aufteilen auf jeden. Aber passt auf, wenn ihr die Biene schlagt, dann wird es eine Agrobiene, kann euch vergiften und auch tatsächlich töten. Und das wäre sehr peinlich, wenn ihr jetzt an einer Biene sterben solltet. Das passiert auch nicht. Ja, cringe. Hier ist ein Dorf. Also wir könnten tatsächlich auch nochmal einen Bogen holen und auch essen. Unter anderem, dann müsst ihr euch nicht darum kümmern, eure 2 Schweinekoteletts da auf den Grill zu hauen. Da war eins? Nee, Bullshit, Chat. Hat jetzt wirklich nicht den, ey, das wasted jetzt Zeit. Ja, same. Also bei meinem Chat auch gerade. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich eins übersehen habe, Leute, aber die sind jetzt auch nicht so, so ultra selten. Da war wirklich eins. Kevin. Also, ich habe eine Kuh. Okay, nice. Soll ich markieren? Nice. Ja, markier dir mal. Bleib mal da stehen. Jungs, hallo, wir haben noch 30 Sekunden. Ja. Nee, es rippt. Der Run ist ripped. Chill, 14 Sekunden ist noch viel. Es kann auch normal eine Biene bei Blumen rumfliegen, ne? Wenn in der Nähe ein Nest ist. Ja. Angenommen, ich finde ein Nest. Was muss ich machen? Die Biene, die da vorher rumfliegt, töten. Ja, Leute, kann sein, dass ich es mal sehen habe. Gut, wir haben bis jetzt noch nicht einmal ein Monster getötet, Jungs. Kurzes. Haben ein braunes Schaf gefunden. Ja, markier auf jeden Fall. Dann vielleicht beim nächsten Mal können wir in die Welt wieder zurückgehen. Dann. Ja, das ist smart. Mann, hier ist instant ein Bienennest, Jungs. Guck, so sieht es aus hier, by the way, Kevin. Okay. Jungs, legit. Ey, wenn wir Bienennester suchen, so in so 30 Meter hohen Birken irgendwo in irgendwelchen Bergen versteckt, jetzt so einzeln stehende Bäume auf einer Wiese mit so eindeutig einem dicken Bienennester einfach. Oh, dicker Sitz. Es ist wirklich zum Mäusemelken. Aber willst du es vielleicht jetzt mal Real Talk markieren? Bei Bienen macht Sinn, oder? Weil da bleibt ja das der Block. Ja, ganz ehrlich, wenn jetzt eine Biene nochmal kommt, dann werden wir es schon nochmal finden. People laugh, he doesn't know, Alter. Ihr könnt euch ja mal selber einfach ein bisschen um Equipment kümmern, weil ich mache mir jetzt einfach selber einen Ofen und brate mir ein bisschen Essen hier. Ja, Freunde, ich habe einen Sumpf.
Sumpfgebiet gefunden. Ist das irgendwie wichtig für irgendwas? Na, da kann eine Hexe sein, halt relativ easy. Okay. Oh, eine Hexe. Dann markiere ich das mal hier. Eine Katze, was? WTF? Ganz kurz, Katze Dorf. Müssen wir Dorf, ne? Im Dorf, ja. Oh, oder boah, so tricky. Kevin, sind deine Katzen noch... Oha. Bago, wie ist das, wenn wir in Real Life machen? Kannst du die mal im Stream exekutieren? Kannst du das dann... Kevin. By the way, eine Katze, auch wenn wir sie finden, eine Katze zu töten, ist auch sehr schwer, ne? Die nervt. Ach du Scheiße, true. Ich hab ein Dorf. Ja, ich hab ein Dorf, ich hab ein Dorf. Dorf. Okay, 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 Baba. Dann schaut mal, Jungs. Let's go, Katze, komm her. Okay. Ich riech das Blut. Ich hab eine Katze. Ich hab auch eine. Let's go, we did it. Ich hatte jetzt hier nur so ein mobiles Portal gefunden. Ich glaube, das checke ich jetzt nochmal ab, ob man da eventuell was machen kann. Der Timer ist pausiert, ne? Jo, weil Banco kurz was machen muss anscheinend. Okay, wir sind alle an einer Stelle. Okay. Oha. Alright, Jungs, es kann weitergehen. Okay, jetzt haben wir aber ein bisschen Zeit verstrichen lassen, ne? Entity kann jetzt kommen. Ja. Was ist denn der Plan jetzt? Was machen wir? Also, ich würde mich um Portal machen und Gießen kümmern. Mhm. Ich habe Eisen und ein Feuerzeug. Wollt ihr einfach Holz farmen und einfach Bögen ranholen? Okay, Deal. Ich habe ja auch nochmal wieder Lamas. Das kann ich auch nochmal machen. Oh, ich hätte ein Portal, meine Süßen. Also, wenn ihr dann ready seid, sagt ihr Scheiße, dann kommt einfach zu meiner Lava, die ich markiere. Oh, seid ihr schon nervös, was den neuen Nether angeht? Ja, ich war noch nie drin. Assi, ich habe deinen Bogen. Wo bist du? Ich bin bei Position Lava. Hier könnt ihr generell hinkommen. Hier ist das Portal. Ja, hoffen wir mal, dass die Entity gut wird. Jungs, by the way, ein Creeper, ne? Also, falls ihr es mitbekommen haben solltet. Ein Creeper? Yes. Ich würde am ehesten raten, halt in Höhlen rein. Ich habe Creeper, ich habe hier Creeper. Ich muss mich nur geschickt jetzt anstellen. Hier ist halt eine Wüste, ne? Oder hast du schon einen, Bruder? Ich habe hier welche, aber mehrere. Digga, hier sind 4 Creeper. Was sollen die Scheiße? Warte, hier in der Höhle, warte, ich mach das. Da hast du was zu essen? Ja. Das ist explodiert. Ja, ich habe mit der Explosion alle 4 Creeper getötet. Das heißt, es gibt keine mehr. Also wir müssen neu suchen. Ja, okay. Ich wasch weiter die Cave. Ja, Mann, es ging aber auch nicht anders. Du kannst da nicht einen töten. Nicht schlimm. Jungs, wir müssen uns beeilen. Konzentration. Ich hab einen. Okay. Bitte choke nicht, wenn es geht, weil Zeit ist echt knapp. Ja, choke nicht, Basti. Hab gechoked, danke. Wirklich? Mann, das ist halt hier gerade. Oh mein Gott, Alter, imagine, ihr spielt 8 Stunden Minecraft a day. Ich hab Creeper. Bitte Karl, choke nicht. Fuck! Seid ihr dumm? Oh mein Gott. Ja, das ist halt, da waren 3 Stück. Ja, Jungs, kein Problem, ne? Und du hast es geschafft! Basti! Ja, nein. Nachdem... Ich bin fast tot! Hier ist alles voll! Also nach dem Spruch... Nach dem Toxic-Spruch, weißt du, da wird auch erstmal dann... Basti ist der Beste. So, was ist jetzt der nächste Step? Wir gehen hier rein und wir killen Blaze Rods. Und holen uns dann auch Enderpearl. Am besten dort direkt in dem Nether. Ding ist, kannst du mir eventuell einen Bogen geben? Danke dir. Und hier, Bro. Alright. Wir gehen rein. Jetzt das erste Mal für euch Nether 1.16. Oh, pass auf, hier geht's direkt runter. Was sind diese roten Blöcke, Basti? Also passt auf, Jungs. Es ist super viel jetzt erstmal auf einmal. Die Jungs da vorne, das sind die ehemaligen normalen Pigments. Das sind jetzt... Das normale Pigments, ja. Es kann die auch nackt geben. Das sind dann Piglins. Die greifen euch an. Kann die nackt geben? Ja, also mit so einer Dings. Den siehst du dort vorne. Seht ihr den Typen mit der Armbrust? Der greift euch zum Beispiel an, es sei denn, du trägst nichts aus Gold. Passt auf, Jungs. Deswegen werden wir hier die Golderze farmen. Und, also wenn wir was aus Gold anhaben, dann sind wir gut to go. Oder wie? Ja, dann greifen die euch nicht an. Auch weil die dann sehen, wir haben Drip und so. Ja, genau, sozusagen. Ja, wir sind halt sehr materialistisch. Also, Justin, wir dürfen aber nicht vergessen, wir müssen Safe Call gleich hier wieder zurück. Dann kümmert ihr euch einfach darum, dass ihr halt ein bisschen Gold habt, ne? Das sind nur Nuggets. Pro Ingot brauchst du halt 9 und wir brauchen halt dann 36. Ich habe 59. Ja, dann macht ihr schon mal Schuhe und wir brauchen relativ viele Ingots auch, weil mit Ingots tradest du dann mit Piglins. Das zeige ich euch gleich. Also, wenn ihr alle Schuhe habt, dann kommt wieder zu mir und dann werden wir mal mit Piglins traden, dann zeige ich euch das, wie das funktioniert. Wenn ihr jetzt halt wie ich jetzt hier so ein Gold-Ingot noch über habt, dann könnt ihr das den halt entweder hinwerfen oder den direkt in die Hand drücken. Dann inspectet der das und der gibt dir dann halt sozusagen random, je nachdem, wie er Bock drauf hat. Ach so, Ingot oder? Ingot, kein Nugget. Okay. So, in dem Fall gibt er mir Soul Sand. Oh, Soul Sand. Er kann dir halt auch Enderperlen geben. Er kann dir zum Beispiel maximal 8 Enderperlen droppen. Boah, ernsthaft. Mit einem Ingot. Ja, deswegen, das ist halt übertrieben crazy. Holy auf für Speedruns. Shit. Ich habe jetzt leider kein Gold mehr. Ich weiß nicht, wie viel ihr noch habt. Ich mach noch. Oh mein Gott. 6 Stück! Okay, ja. 6 Stück! Holy shit! Ja, seht ihr, du bist absolut insane. Okay, mach mal weiter, dann, dass wir noch ein bisschen was haben. Ich hab kein Gold mehr, aber okay. Hast du noch, Karl? Ich hab 5. Ja, dann trade mal ein bisschen mit dem. Und wir können ja in der Zwischenzeit noch mal ein bisschen mehr Gold. Okay. Ne? So funktioniert, also so kannst du halt auf Enderperlen spielen. Das ist halt übertrieben Neues. Ist mal ein bisschen was Neues. Wir brauchen aber trotzdem noch eine Festung, ne? Wir brauchen Gold, ne? Goldfestung. Turtle. Jetzt kommt die Turtle, Kevin. Ja, warte, wo seid ihr? Raus. Hätte mal die Turtle markiert. Ja, wir müssen direkt raus. Wasser und an die Küsten. So, ich laufe Richtung Norden. Lauf die woanders hin. Jungs, wir haben 1:20. Ja, das kriegen wir. 30 Sekunden, Jungs. Ja, ich weiß. Hätten Delfin im Angebot. Ich hab eine! Schnell! Töte! Los, bring um die Scheiße! Karl, die bitte! Die will nicht!
Die wollte nicht, hätte 4 Hits geschluckt. Ich habe jetzt auch einen in der Entfernung gesehen. Ey, 4 Hits hat die geschluckt. Imagine. Die hat komplett getankt. Digga, Turtle einfach tank. Besser die hat komplett getankt. Warum Bogen? Ja, keine Ahnung. Du hast den Bogen gemacht? Aus Distanz habe ich sie gesehen. Ich habe gedacht, vielleicht wanted die. Sie da bin ich ran mit dem Schwert, dann war es schon vorbei. Weil ich ihren Schild getroffen habe. Ja, warum hat die ein Schild dabei? Stell dir vor, du verlierst ein 101 gegen eine Schildkröte. Soll ich da auch zum Lavasee kommen? Oder was der Fall? Ja, jeder macht sich halt jetzt einfach ein bisschen Essen. Geht's halt Steinequipment und ich hole jetzt Eisen, damit wir halt was haben, damit wir direkt in den Nether kommen. Ich habe Eisenerz. Das ist gut. Direkt dann, hier oben. Dann smelte das mal direkt durch und dann Attacke. Ja, Attacke, mach ich. Ey, Real Talk, dass man nicht in die in Nether gehen, Basti. Weil in 2 Minuten oder in 1:30 kommt. Ja, wir können ja trotzdem schon. Ja, true. Wir können aber trotzdem halt einfach mal luschern. Aber okay, ja, wir können jetzt mal kurz noch ran. Ich kann ja schon ein bisschen ausschirmen, je nachdem, was wir jetzt gleich brauchen. Oh, ein Enderman. Da würde ich sogar tatsächlich lieber in den Nether reingehen. Ja. Okay. Geh schon mal rein. Ich könnte oben nach einer Wüste suchen. Sollen wir das machen? Es ist Tag. Achso, da kann er nicht spawnen? Nee. Okay. Schreibt mal im Crimson Forest jetzt aus. Das ist jetzt hier direkt der erste Spawn. Vergesst nicht, ihr werdet von Piglins direkt angegriffen. Ihr werdet von. Ja. Ich habe einen Enderman. Ich habe 2 Enderman. Schön. Oh, Baba-mäßig, Alter. Das sind 3 Enderman sogar. Jungs, wie gesagt, ihr kümmert euch jetzt am besten auch wieder um euer Gold, wie beim letzten Mal. Mhm. Und versucht dabei bitte nicht an Dings zu fangen. Machen wir nicht. Wo war denn das Portal? Ich hab einen. Schön. Jetzt trotzdem wieder, wie gesagt, Gold und Stuff und Attacke. Seid ihr alle wieder ready? Ja. Der Plan ist jetzt zu traden, ne? Ja, an sich generell das, ja. Und halt, ich farm jetzt hier einfach Enderman und kill die halt einfach. Wir müssen auch ein bisschen in der Nähe, also weiß jetzt gar nicht, ob es so schlau ist, Karl, dass du jetzt auch hier bist. Farm du einfach vielleicht in der Nähe vom Portal ein bisschen Gold. Ich kümmere mich um die Enderman hier, die in der Nähe sind. Ja. Und falls dann halt die Anweisung kommt, dass du halt als einer der Ersten schnell rausgehen kannst, weißt du? Ja, wo ist denn das Portal? Naja, Position Port war es ja ungefähr markiert. Okay. Ich hab schon mal 2 Enderperlen. Nice. Oh, ich hab eine Bastion gefunden. Holy. Oh, das ist selten, ne? Ja. Ich könnte die Bastion jetzt halt looten. Ist halt nur super risky, falls jetzt gleich die nächste Anweisung kommt. Ey, ich bin beim Portal. Wollte ich gerade sagen, willst du vielleicht schon rausgehen, vorsichtshalber? Ich hab und Bastion, ich hab richtig viel Gold gleich. Ich hab insane viel Gold. Ah, okay, Ich will traden noch. Soll ich dann vielleicht rausgehen? Ist das smart? Also, wir sollten uns preparen dafür. Okay, dann geh du raus. Ja, ich würde halt ganz gerne in die Bastion jetzt ein bisschen reingehen. Also, wenn es eine große ist, dann kann ich halt insane. Karl, wollen wir dann beide zu Ende traden und dann schnell raus? Das ist der Plan? Ja. Aber wir brauchen halt immer noch Blazes, ne? Oh, Jungs, hä? 6 Enderperlen bekommen! Das ist der Insane! Run. Ja, jetzt haben wir 9 Stück sozusagen. Du bist ein Gott. Strider, das ist im Nether. Ja, das sind die Viecher. Das sind die 9 Mobs. Kleine Frechdechse. Die sind unten. Ja. Bogen wäre insane dafür gewesen, oder? Ja, ich habe einen Crossbow gelootet bekommen. Mit 25 Pfeilen. Ich könnte die eigentlich, wenn ich die jetzt mach finde. Mach das. So. Warte, ich habe Fire Resistance. Wie krass ist Fire Resistance 3? 3 Minuten. Ja, im Notfall, wenn du halt einen siehst auf dem großen Lavasee, kannst du halt einfach mit der Fire Resistance dann hinlaufen. Ich sehe einen, aber der ist halt sehr weit weg. Warte mal. Wie viel Damage kriege ich dann? Krieg ich gar kein Damage? Ist wie Wasser dann? Gar nicht. Warte, ich schieß gerade auf einen. Okay, wenn du es schaffst, wäre mega, Bruder. Hab ihn. Nice, schön. Let's go. Richtig gut, Bruder. Schön. Absolut wichtig. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr zu mir kommen. Ich habe 9 Obsidian. Wenn ihr 1 Obsidian habt, können wir auch ein neues Portal einfach machen. Oh, ich habe kein Feuerzeug. Hast du ein Feuerzeug, Basti? Das wird nicht das Problem sein. Oh, ich habe 10 Enderperlen. Ich hab Enderperlen. Ich als ob. Okay, Baba, raus. Nein, wir müssen noch Blazes. Festung. Blazes. Sind jetzt Festungen insgesamt seltener durch das Update? Naja, sie sollen an sich häufiger sein, aber es gibt halt viel anderen Stuff halt auch, den du jetzt Feuer finden kannst, weißt du? Okay. Aber ich hab eine Festung. Markier. Karl, geh da jetzt nicht einfach rein. Wir treffen Wir treffen uns bei Karl, please. Ja. Dann haben wir auch genügend Obsidian, um halt wieder rauszukommen. Ich brauche unbedingt auch Essen. Ja, ich habe 7 Brote. Hast du dich über den Lavasee so gebaut? Nee. Ah, hier. Okay, Baba. Ich hab mich von oben nach unten gebaut. Deus, bin da. Okay. Ja, ich seh's ja auch. Ich bin auch gleich da. Nice. Was? Bro, nicht sterben. Hast du da angegriffen oder was? Nein, hab ich nicht. Oh, Bruder, pass auf. Bau dich einfach ein oder so. Ich hab mich hochgebaut. Nee, weil ich Gold abgebaut habe in seiner Nähe. Was ist das für ein Assi? Das ist mir vorhin auch passiert. Er soll teilen. Jungs, wo seid ihr? Also, seid ihr immer noch bei den Calls, die markiert sind? Oder könnt ihr. Ja. Könnt ihr eventuell zu mir kommen? Ich bin Autosprint und sterbe gleich, wahrscheinlich. Deswegen okay, cool, was, wenn 500 ihr zu 5, und das andere? 500 und 100 wäre ganz cool, wenn ihr da hinkommen könntet. Warte mal, das ist eine komplett andere Festung. Ja, die ist halt 100 oder 200 Blöcke neben euch oder so. Du bist bei einem. Da ist hier so ein Lava-Ding, was rübergebaut wird. Du bist ganz oben. Delfin, Jungs. Delfin! 2,5 Minuten Banco, WTF. Raus. Raus. Ja. Haben wir noch Obsidian-Portal? Ich hab Obsidian. Mann, ich hab eins. Ey, oh mein Gott, lass uns bitte mal. Ja, wir müssen uns treffen, damit wir zusammen ein Portal machen können. Ich hab 9, ihr habt 3. Okay, wo bist du? Sag nochmal deine Kurz. 550, viel zu wenig Zeit. Schaffen wir. Komm. Ich seh dich. Ich brauch ganz dringend Essen. Hier, ja, komm, gib mir dein Obsidian. Nee, hier ist Essen, hier ist Obsidian. Fire Charge hab ich. Ja, ich hab Okay, Baba. Hier Obsidian nochmal, Bro. Ich brauch die Hälfte vom Fleisch gleich zurück, aber ist egal. Ja, Kevin. Hier liegt noch Fleisch. Mach du. Da liegt. Achso. Und rein. Was hast du denn da gemacht? Ja, Mann, jetzt komm! Wir müssen den Energy mit Nahrung. Oh mein Gott, hast du gerade mit den Energy gesaved? Ja. Ich muss dir was ist das denn hier für ein absoluter Gigatrash? Fragezeichen. Das ist RIP. Nein, chill.
Warum sind wir denn in einer Höhle gespawnt? Ja, das ist halt einfach unlucky. Chill, chill, chill. Wenn wir jetzt direkt Wasser haben, kann es doch funktionieren. Wir sind direkt im Wasser. Ich hab Delfine. Oh mein Gott, hier, kriegst du das hin, Bruder? Warte, ja, die sind aber übertrieben schnell, warte. Und wir haben 26 Sekunden. Ich hab ihn. Du hast ihn? Ding! Holy shit! Oh mein Gott, okay, kurz resetten, Jungs. Kurz resetten, ich brauch Essen. Junge! Ich hab ein Brot. Willst du ein Brot? Ja, ey, wir haben... Hier, zack. Selbstgeschmiert, mit Liebe. Danke, no Bro. Way, Basti aka Klatschgott. Ja, okay, kurz, Jungs, ganz kurz. Ich hab Enderpearl wasten müssen. Wie viel hast du, Basti? 9. Ich hab 4. Ja, es reicht noch. Also, Jungs, wir gehen jetzt zurück wieder in den Nether und killen die Blazes. Wie gesagt, wir schaffen das. Jungs, ihr müsst euch einmal vorstellen, wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, dass... Also... Oh, aber die Challenge borgt, real talk. Digga, das ist Pogchamp würde sagen, wäre jetzt halt nur ein bisschen doof, wenn wir jetzt an der Blaze sterben, ne? Ja. So, da ist ein Spawner, bei dem Lava runterläuft. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich habe da relativ wenig Bock. Ich hab da mega, hab ich gar keinen Turk. Aua! Jungs, lauft mal in Richtung Süden in der neuen Festung. Da ist ein Spawner. Wollen wir zusammen reingehen oder was ist Strategie? Ich gehe rechts, du gehst links. Also auf jeden Fall, ihr müsst halt eine Menge blocken auf jeden Fall, ne? Ja, okay. Ich gehe links direkt rein. Lass gucken, dass wir uns nicht gegenseitig schlagen, ne? Ist auch richtig. Ja. Hab eine. Junge, also, die geht vielleicht weg, vorsichtshalber, oder? Du siehst mit Tab unser Leben immer. Wie viele Blaze Rods hast du, Karl? Oder wie viele Blaze Rods habt ihr generell? 2. Ich hab eine. Kevin, hast du eine aufgehoben? Nein, keine Blaze Rod. Könnt ihr mir vielleicht kurz was zu essen vorbeibringen, Jungs? Ich brauch nur ein Stück. Ich hab 0. Digga, wir verrecken alles. Gibt's hier wirklich kein Essen? Schon, aber das ist jetzt zu aufwendig. Das Portal ist halt doch noch verhältnismäßig am nächsten und macht halt mehr Sinn, jetzt eher in die Overworld zu gehen und jetzt lieber nochmal in Ruhe. Mann, das ist so eine richtig beschissene Position hier insgesamt. Ja, same. Weil wir einfach kein Essen haben. Wo ist das erste Portal? Ja, da kommen wir nicht mehr hin. Das allererste ist Port, aber. Wo ist denn unser anderes Portal gewesen? Das war doch irgendwo unten am Fuß. Das war am Fuß von Das irgendwas. Haben wir doch unten gebaut. Unter der Festung haben wir das gebaut. Unter der Festung. Ja, hier ist das Portal. Hier ist das Portal dann gleich. Okay, wir haben das Portal. Koordinaten bitte, Jungs. Ich bin richtig los. Ey, ich glaube, ich kann nicht kommen. Real Talk. Kriegst du das hin, dass du einfach nur in Sicherheit bist? Dass du nicht stirbst, Kevin? Hier, ich seh's. Kommst du dahin ohne zu sterben und ohne von der Blaze abgeschossen zu werden? Ja, sieht gut aus. Wir gehen jetzt erstmal in Ruhe jetzt hier raus und hoch. Och, und dann durch die Höhle erstmal wieder. Wir müssen jetzt nämlich einen Snow Golem. Einfach so schnell wie möglich jetzt hier raus. Und dann einfach rufen. Wir haben Glück 2 Minuten Zeit. Ich find's auch nice, dass die Anweisungsaufgaben uns. Man, das Ding ist halt, wir werden hier niemals also Schneebiom finden. Ich kann halt nicht sprinten, das ist so bitter. Ich hab ein Schneebiom. Ich seh's dahin. Ich hab ein Schneebiom. 3800. Ich kann nicht sprinten. Hätte ich mein Essen, hätten wir es geholt. Ich hab alles im Inventar. Ich kann nur nicht. Würdest du es rein theoretisch da hinbekommen ins also. Ich bin da jetzt. Ich hab alles, Bro. Real Talk. Mann, hätten wir ein bisschen mehr Zeit. Wie ärgerlich. Tut mir leid. Ich hab halt kein Essen, sonst hätte ich's geschafft. Das ist so bitter. Ich habe alles gehabt. Aber ich kann nicht sprinten, weil ich kein Essen habe. Ach, das ist schade, Alter. Also, Real Talk, das sage ich jetzt ja nicht nur, weil wir jetzt halt gechoked haben, deswegen, aber so 2 Minuten 10 ist viel zu wenig gewesen.